Okay. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Was passiert hier? Ja, nee, ist klar. Wo sind wir denn jetzt hier? Kapitel 11. Wiedervereinigung. Da oben steht's. So, damit ein recht herzliches Willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Der Start war ja ein bisschen holprig gerade. Ja. Wir spielen heute wieder eine Folge The Evil Within, nachdem wir ja den guten Almagant-Killer, so schön wie wir jetzt ja wissen, rausgeholt haben. Passt es ja ganz gut, dass wir jetzt hier soweit starten. Und ja, wo sind wir? Also wir sind ja mit dem Fahrstuhl anscheinend danach irgendwo hingefahren und sind jetzt... Da liegt der Fahrstuhl. Da oben irgendwo raus? Und ich höre eine Melodie. Heißt für mich, wenn ich die Melodie höre, dass es eventuell hier ein Safe Room gibt? Die Klinik scheint das einzige intakte Gebäude zu sein. Wie ist das möglich? Okay. Keine Ahnung, was hier passiert. Und ich habe immer noch die Vermutung, dass wir einfach ein bisschen crazy im Kopf sind. Aber gut, wir schauen mal weiter, was hier noch so, ja, los ist. Klar, alle Gebäude sind zerstört, aber das Dingensbummens hier, das Karussell, das funktioniert noch. Das ist richtig. Das macht Sinn, das ist logisch, da sehe ich uns. Okay, also was wissen wir? Wir wissen, wir haben lange Nicole Kidman nicht mehr gesehen. Wir haben lange nicht mehr Leslie gesehen. Ja. Den Almagant-Killer vor uns, hinter uns gebracht. Dieses riesen hundeähnliche Monstervieh. Und sind jetzt... Alter, sind jetzt hier rausgekommen. Im Fahrstuhl. Der sich ja dann ganz plötzlich geöffnet hatte. Nachdem wir ja das hundeähnliche Vieh da weggeklatscht haben. Und ja. Die Welt verändert sich. Bis auf die Klinik anscheinend. Die Klinik scheint das Zentrum zu sein. Also von da aus. Passiert alles. Und das einzige Gebäude, was davon verschont bleibt, scheint dieses wunderbare Zentrum zu sein. Also die Nervenklinik. Ich wollte gerade sagen, das war jetzt mal ein Schatten. Ja, kann man machen. Kann man auch sein lassen. Scheiß Tür auf. Okay, ich weiß zwar nicht, in welchem Gebäude wir jetzt hier gerade reingerannt sind, aber wie wir sehen... Oh, gibt's da einen Koffer? Warum gibt's da einen Koffer? Kann ich da nochmal zurück? Achso. Ich will gerne da rein. Und da rein komme ich wahrscheinlich durch diese Tür. Dann gehen wir mal weiter. Ah, nice. Nice. Was haben wir denn hier? Neuer Gegenstand. Es ist eine Magnum. Dieser maßgefertigte Revolver feuert durchschlagende Großkaliberpatronen ab. Er weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf. Das ist mir völlig egal. Nice. Jetzt ist die Frage. Ich möchte diesen...
auch ausstatten. Und zwar nicht den Revolver. Genau, und hier, den packen wir auf die erste Taste. So, erste Belegung. Taste Nummer 1. Jawohl. So muss das. Kartenfragment 21. Nicer, Dicer. Ey, diese Erdbeben, beziehungsweise diese Bewegung der einzelnen Sachen, ist echt böse. It is what it is. Gut, hier haben wir anscheinend nichts weiter. Was ist denn mit ihm verkehrt? Hallo, Polizist? Bleiben Sie, hallo? Okay, ich würde sagen, der lebt jetzt auch nicht mehr. Was ist denn hier passiert? Okay, okay. Gut, wir gucken mal weiter. Was wir hier noch so Feines finden. Ja. Ist. Ich weiß jetzt noch nicht, was ich davon halten soll, dass wir. Fast zerquetscht werden hier. Gefällt mir alles nicht so, wenn ich das sehe. Kontrollpunkt. Ja. Noch ein bisschen Glibber auf. War hier noch was Feines? Oh ja, Medikit. Medikit ist immer gut. Da hinten haben wir auch noch mal ein bisschen Glibber. Wir müssten auch mal bald mal wieder einen Safe Point finden, weil wenn ich so gucke, wir haben 23.100 Glibber. Aber hier höre ich da irgendwas wieder. Der ist ja mal fies, der Revolver. Das ist die große Frage, was ich... Also, ich hätte jetzt die große Frage gehabt, von wegen, wenn ich hinten auf diesen Gastank baller. Hätte das eher was gebracht? Also, wäre er dann explodiert? Das wäre nice zu wissen. Nice to know. Was ist das denn da? Als ob ich jetzt den da nicht getroffen hätte. Jawohl! Le Magnum lohnt sich auf jeden Fall. So, hier zurück kann ich bestimmt nicht. Richtig? Ja, richtig. Hier komme ich nicht durch. Okay. Hier komme ich nicht durch. Ich habe die Vermutung, dass es daran liegt, dass ich hier nicht durchkomme wegen dem Ding. Aber ich bin jetzt ein bisschen raidlos. Gibt es hier vielleicht noch irgendwie ein Loch? Achso, guck mal, hier ist ja noch eine Tür, die ich auch nicht öffnen kann. Ah! Jetzt hat der nette Mann mir hier die Tür aufgemacht. Das finde ich aber gut von dir. Ja, kommt mal ruhig her, beide. Burn, baby, burn. Burnst auch, mein Freund. So, du lebst noch? Nicht mehr lange! Und du brennst auch nochmal eine Runde. So, haben wir denn hier noch was, dass die Jungs uns was haben liegen lassen? Nein. Schade. Aber jetzt kommen wir wenigstens hier rein. Können hier nochmal ein bisschen Streichhölzer mitnehmen, die wir jetzt ganz gut vergoldet haben. Den bringen wir mal vorsichtshalber weg. Hier nehmen wir uns nochmal Munition und hier liegt da was. Altmodischer Schlüssel, ein Schlüsselbund von einer Leiche im Durchgang. Er gehört zum Material. Hello! Oh, was ist das? Hä, wo kommt ihr denn auf einmal her? Oh! Ah, ich kann verzeihen, wenn ich jetzt durchkomme.
Und da ist er tot. Okay, wo die jetzt auf einmal hergekommen sind? Die Boys? Keine Ahnung. Dann drücken wir mal hier rauf. Jawoll! Wenn der Alarm losgeht. Kommt mal her. Sniverino? Snibbity Snack? So, du lebst ja auch noch. Jetzt lebst du nicht mehr. So, haben wir dann noch irgendwen vergessen? Nope. Nope. Den anderen, den wir gerade hatten mit dem Maschinengewehr, der wird nochmal eine fiese Nummer werden. Oh, was ist denn los? Der ist voll, dann werden wir uns nochmal einmal kurz heilen. Weil wenn wir voll sind, dann... Also Heilung müssen wir mitnehmen. Definitiv. Snippity da! Warte mal ganz kurz. Nice. So, jetzt haben wir den altmodischen Schlüssel wieder aufgenommen. Dann nehmen wir noch kurz die Dings auf. Kleiner Ficker. Du kleiner Bumser. Lol. Wo? Ach, von oben! Als ob du so triffst, ey. Wichser, Alter. So, komm mal her, wir nehmen mal dich. Oh, muss erst kurz nachladen. Lol. Das interessiert dich nicht, oder was? Jetzt kommst du. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Kurz nachladen. Hat jemand noch Fragen? Irgendwo höre ich schon noch wen. Tschüss. So. Okay. Oh, da war noch ein. Kann ich den jetzt nehmen? Okay, Freunde, ihr geht mir hier ganz schön auf den Senkel. Oh, ich hab kaum noch Munition. Na, kommt mal her jetzt hier. Schnipp. Oh. Nee, warte mal, das war die falsche Waffe. Warte mal kurz. Warte mal kurz. Wir müssen mal ganz kurz wechseln. So. Was haben wir denn jetzt alles hier liegen lassen? So, wir haben hier ein bisschen sowas. Das ist auch okay. Er hier. Also der halt, die Polizisten. Weil die ehemaligen Polizisten, die sind echt böse. Snip, snap, snippity, bap, babidi, bubidi, schnippity. Und kurz nochmal nachladen. Hello! Du sollst da liegen bleiben, habe ich gesagt, du Nudel. Oh yeah. Das hat sich mal gelohnt. Ein Streichholz für... drei Leichen. So gefällt mir das. So, jetzt lass uns mal ganz kurz nochmal hier hingehen, weil hier gibt es nämlich noch Granaten. Schöne Granados. Hier haben wir nochmal ein bisschen Munition. Nice. So, haben wir denn hier noch irgendwas liegen lassen? Nope. Wir haben jetzt den altmodischen Schlüssel gefunden fürs Lager. Oder für Materiallager. Ja, ja, du hast wieder eine Conditioner. Mucho es gracias. Haben wir denn noch irgendwas an Munition liegen lassen? Ich hoffe nicht. So, jetzt machen wir hier mal den Schlüssel auf. Drehen wir um. Geben wir uns jetzt nochmal ein bisschen Heilung. Heilung. Hallo. Wir wollen uns noch mal kurz heilen. Jo. Okay. Judy. Judy. Das ist die Frage.
Hier können wir rüber. Okay. Oki ledoki. Haben wir hier unten eigentlich noch was? Weil wenn ich so eine Treppe nach unten habe, ne, dann heißt es doch im... Ja, im schlimmsten Fall, ich komme nicht mehr hoch. Was jetzt natürlich richtig blöd war. Ich habe gedacht, ich komme jetzt hier wieder auch hoch, aber ich, lass mich raten. Er kann sich nicht hochziehen. Nein, hätte ich erstmal umgucken sollen. Verdammt. Taktisch und klug. Aber Taktik, Maktik ist ja Wurst. So, dann rennen wir mal hier runter. Gucken wir mal, was wir hier unten finden. Das ist so ein offenes Terrain wieder hier, dass ich die Befürchtung habe, dass hier gleich wieder so ein Endboss-Szenario kommt. So, nebenbei mal ganz kurz erwähnt, so ein bisschen kleine Eigenwerbung. Ihr wisst ja, die Woche kommt Resident Evil Village raus. Und der Steve und meine Wenigkeit haben Bock, das Ganze zu streamen. Also, falls ihr auch Lust darauf habt, schaltet auf jeden Fall beim Stream ein. Das Ganze, wie gesagt, findet am 7.5. statt. Und dann lasst euch überraschen, was da noch so alles auf uns zukommt. Und ich lasse mich gerade hier überraschen, dass wir hier noch irgendwie Fische haben. Ich hoffe, ich kann die jetzt damit ablenken und habe jetzt mir hier kurz Zeit erkauft. Scheint so. Hallo, 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 hallo. Ja, das war jetzt natürlich sehr scheiße. Was ist er denn? So, ich hoffe mal, dass ich die jetzt hier soweit getriggert habe, dass er hier geil auf die anderen beiden ist. Alter! Was ist er denn für ein Monstrum? Ganz schnell weg hier, ganz schnell weg hier. Junge, 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 Junge. Das ist doch schon wieder der nächste Endboss. So schnell setze ich keinen Fuß mehr ins Wasser. Ja, genau. Das würde ich an deiner Stelle auch so sehen. Find myself within. Darkness twisting me around. There is nothing. Jokes time.